Servus, Grüezi und Hallo, DK ist wieder da zu einer neuen Folge von Chrono Trigger DS. Und nachdem ich mir in der letzten Folge so gewaltig den Arsch aufreißen lassen habe, geht's heute dann weiter mit Arsch aufreißen. Ja, wir sind in Prähistorien, wieder einmal. Ach, ich Idiot. Wieso vergesse ich jedes Mal, dass er kontert? Ich vergesse es jedes Mal. So, in Prähistorien sind wir und wir sollen unsere Freundin Ayla finden. Denn Ayla bringt uns dann in den nächsten, ich sag jetzt mal, großen Dungeon, in den wir rein müssen, um, ja, in dem Sinne weiterzukommen in der Story. Oh, Protect, sehr schön. Das ist ein Skill von Luca. Von daher. Ho, ho. Also wenn das jetzt mal nicht Avian Rex ist, wenn das mal nicht eine Anspielung an den Ahriman ist. Weil die sehen, ich finde, die sehen irgendwie sehr doll wie Final Fantasy's Ahriman aus. Sie ist eine große Auge, die Flatterflügel. Ja, ich finde, die sehen so aus. Zwar sehr frühe. Sehr frühe Ahriman, aber Ahriman halt. Einmal mit Ether. Wir wollen ja nebenbei immer noch so ein bisschen Schätze einsammeln müssen. Halt, hier. Die Dinge, die brauche ich gar nicht erst anfangen. Ich habe nichts gesagt. Okay? Ich habe nichts gesagt. Ist das klar? Swordstream. Nee. Haben wir irgendwas? Nö, auch nicht. Das ist ja lästig. Fire! Fight and fire with fire, wie man so schon sagt. Vor allen Dingen, da diese Missbücher einfach nicht umkippen wollen. Und ich meine, ich habe noch immer keine Potions gekauft. Ich hätte eigentlich aus diesem Fehler lernen müssen, sollen, können. Ja, ich habe es noch immer nicht gemacht. Vor allen Dingen, da meines Wissens nach hier auch nichts Schwerwiegenderes kommt. Und ich meine Teamkombination ein wenig ändere. Yay! Das sieht doch mal schön aus. Swordstream. Ja, also ab und an muss ich ja auch mal ein bisschen was machen, oder? Numero Uno. Einmal feuern. Wir wollen ja die Folge für euch rechtzeitig wieder zur. Wieder online bringen. Deswegen bin ich jetzt extra an meinem freien Tag früher aufgestanden, um aufzunehmen. 3:45. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Nein. Ihr habt nur irgendwas gehört. Gesagt habe ich nichts. So, kommen wir hier vorbei? Jo, tun wir sogar. Mesozoic Mail. Eine neue Rüstung, die... ist. Aber ich glaube, die... Ja, doch, die nehme ich. Aber die Dark Mail für... unseren Freund Froggy Frog, den wir auch, den wir übrigens auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange in diesem Playthrough, Let's Play, Walkthrough, Commentary, sonst was sehen werden, weil Frog ist awesome. Autsch! Geht doch nicht. Ja, Frog ist schon eine ziemlich geile Sau. Wie gesagt, ich werde das auch künftig so machen, dass ich dann meine ganzen Magic Points... Oh, ich habe tatsächlich nicht eingekauft. Toll. Wie komme ich nur darauf, dass ich einkaufe, wenn ich gar nicht eingekauft habe? Wieso kaufe ich einfach nicht ein? Ach, was soll's.
Was zum Teufel ist das da oben? Oben rechts? Egal! Aber ich freue mich jetzt am meisten darauf. Chrono! Chrono. Du hast nicht versucht, dich ohne uns davon zu schleichen, oder? Nein! Tyrannogrube, Gefahr. Keiner kommt. Vielleicht alle sterben. Aha. Nein, wir können dir nicht einfach so den Rücken zudrehen. Wir schulden dir was. Richtig, Chrono? Aha. Alla hat guten Freund. Mhm. Okay, los geht's. Dann ist es beschlossen, auf zur Tyrannogrube. Party auswählen? Meine persönliche Lieblingsparty. Ein ganzes Spiel. Was? Es ist so. Ich finde einfach, Isla ist hart, stark. Froggy ist stark. Also die. Ja, ist einfach so. Dragon Ball Z! Es ist natürlich interessant, wie der dritte Kamerad nicht angezeigt wird. Ja, aber dieser Stern, der macht mir schon Sorgen. Let's go! Und hier haben wir unseren ersten schönen Flugsaurier. Beziehungsweise unser erstes Fluggetier. Jetzt gucke, wo war Tyranno leer? War das Tyranno leer? Ich glaube, das war Tyranno leer. Ja, Tyranno leer. Let's go! Die Musik ist cool. Lightning Strike. Aber die Verteidigung von dem Reptide, je nachdem, verringert. Damit wir ihn ganz einfach umhauen können. Da-da. Einer macht guten Schaden. Das muss man so sagen, wie es ist. Dafür, dass sie keine Waffen ausgerüstet hat. Ja, ist wirklich so. Isla hat keine Waffen ausgerüstet. Slapkiss. Bubble Burst. Zweiter wohl geil. Der Bubble Burst, naja, okay. Aber der Slapkiss, einer der wohl besten Heal-Spells im ganzen Spiel. Deswegen liebe ich es, mit Isla zu spielen. Weil Isla ist sweet. Ich zeige euch Slurpkiss oft genug noch in diesem Projekt, weil ich habe es ja bereits erwähnt. Isla, Frog, Chrono. Meine absolute Lieblingskombination im Spiel. Ich sehe gerade, es lohnt sich gerade irgendwie nicht, die Defense runterzunehmen, weil der Schadensgain ist einfach nur marginal. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange Isla noch braucht für irgendeine neue Technik. Cat Attack 48. Und danach geht es richtig los und dann kommt das Geilste. Überhaupt. Muss ich einfach nur gucken, dass ich anständig. So. Den nächsten. Ach, ich zeige euch jetzt einfach mal den Bubble Burst. Und wie Froggy da wie mit seinem Trollface da rumsitzt, das ist Hammer. Bum, 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 bum. Sie sehen zwar unscheinbar aus, aber es ist schön, dass ich jetzt hier die ganze Zeit meine Mid-Potions kriege, weil da brauche ich ein paar. Und die nächsten bitte. Wir sind kurz davor, ein Festmahl zu haben. Und ihr werdet das Roastbeef sein.
es sind die Affen. Warum nicht? Problem bei dieser Teamkombination, man hat sehr, sehr wenig AOE-Schaden. Gerade gegen solche großen, großen Gegnermengen muss man sich wirklich auf die Magic verlassen, die man mit Frog und Chrono kriegt. Weil Ayla kann nicht. Ayla wurde vor der Zeit geboren, in der Magie partizipiert wurde, beziehungsweise in der Kino. Ne? Bist du wohl auf? Oder so? Da haben wir doch einen Schalter. Warum nimmt sie nicht einfach den Schalter? Boing. Aha. Kino noch kommen. Ayla. Ja, wenn Ayla stirbt, Kino neuer Ioka-Chef. Aha. Sie hätte ja auch ganz einfach die Tür aufmachen können. Das wäre das Einfachste gewesen, oder? Ayla stark, nicht verlieren. Let's go! Wir müssen hier rein. Mit Edda. Mit Eta. So, nachdem Kino jetzt alle Caveman mitgenommen hat, beziehungsweise mitnehmen wird, macht er uns auch, so wie ich ihn kenne, die Tür auf. Kino neidisch. Okay. Die hätte ich auch mitnehmen können, aber warum sollte ich? Let's go! Lightning Strike! Was? Och nö! Warum absorbieren die? Lame! Aerial Strike, Lightning Rod Dual Attack, sehr schön. Noch mehr davon. Dann holen wir uns mal den Lightning Rod. Nehmen wir so. Ich mag den Damage. Ich mag den Damage. Chrono hat ja jetzt eine neue Technik gekriegt, nämlich den Aerial Strike, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ganz nebenbei erwähnt. Und ja. Ayla bekommt auch eine neue Technik. Cat Attack. Und demnach gibt es auch den Thunder Chomp Dual Attack. Und jetzt dürfte eigentlich Boulder Toss. Immer noch nicht. Oh, das dauert aber lange. Na, ist ja komisch. Weil eigentlich müsste Freund Chrono. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich glaube, das war ein Problem. So. Den Megalosaur, den wollen wir haben. Der ist hinüber. Der ist hinüber. Ich glaube, ich hätte die nicht wegschocken sollen. Ich glaube, ich kann euch mal den Slurpkiss zeigen. Absolut ekelhaft,
aber cool. Halt sehr viel. Und das obwohl, ja, ist halt wirklich sehr viel, ist halt ein guter Skill. Wenn nicht sogar einer der besten Heal-Skills im ganzen Spiel. Für eine Dual-Tech durchaus kompatibel. Ja, seien wir doch mal ehrlich. So, 15 TP, Chrono Level Up. Schön. Jetzt dürfen wir natürlich wieder zurückgehen und ich muss mal ganz kurz gucken. Frogland als nächstes, Wasser 2. Ach, das war Aerocycle von Frog. Ach, ich verstehe. Race. Schön. Boulder Toss ist das nächste von Isla. Ach, ich sehe schon, das wird dauern. Lame-bige Scheiße. Wie lame. Wie lame. Machen wir es mal so. Nehmen wir mal so. Problem. Eins weg. Der hält eine ganze Menge mehr aus, aber was wollen wir machen? Wir können nichts machen, das ist das Problem. So, mit Potion, aber ich glaube, ich muss mal den Chrono seine Mana wiedergeben. Da haben wir ja zum Glück genug. So. Mäh. Yeah! Let's go! Nummer 1 weg, Nummer 2 weg. Seien wir doch mal ehrlich, es macht doch keinen Sinn. Chaka! Froggy's Level Up increased. Die bratze schon wieder. Ah, ich sehe gerade, das Ding hat tatsächlich Augen und einen Mund. Es sieht einfach nur, weil es so unheimlich klein ist, so aus, als ob es ein Auge wäre. Ich sehe es gerade. Oh oh. Nicht, dass man mich hier irgendwie großartig schon schalten wollte. Aber hier kann man gut farmen, sehe ich gerade. Oh, nee. Wie lame ist das denn? So, Tarasori. Ich sehe schon, der kontert mich auch wieder aus. Dieses sorry-ass Beach. Lightning. Schmatzerle. Also ich würde keinen Frosch küssen wollen. Gerade nicht als Eiler. Weil, ja, und so. So, haben wir das erledigt. Und weiter geht's. Ich mag diesen Ort. Hier kann man ganz, ganz gute Tech-Points farmen. Hä? Ich bin verwirrt. Ich weiß nämlich nicht... Ach! Was? Zum Geier. War das? Ich will's nicht wissen. Natürlich will ich's wissen! Ach, ist doch wahr. Natürlich will ich's wissen. Was mache ich euch vor? Ja, die haben tatsächlich einen Mund.
Der Terrasaurus. Ach ja, ich vergesse jedes Mal, dass er meine normalen Angriffe auskontert. Und vergesse jedes Mal, dass ich ihn vorher schocken muss. Toll! Schön gemacht, Ole. Schön gemacht. So. Was, nur 7 Tech Points? Merde. Oh oh. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Lightning 2. Und los mit uns. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich vergesse jedes Mal, dass diese Vulkaniten, eine ganze Menge Resistenzen haben, beziehungsweise absorbieren. Ich vergesse es jedes Mal. Unabhängig davon sehen wir uns in der 22. Bei der nächsten Folge von Chrono Trigger DS. Bis dann.